Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Dieses Mal wollen wir uns etwas suchen lassen. Wir haben eine Tabelle angelegt, in der Tabelle sind verschiedenste Einträge drinnen und jetzt wollen wir etwas suchen. Es gibt eine Funktion, es gibt noch immer eine Funktion, die heißt Verweis. Es gibt eine neuere Version, die heißt S-Verweis und diese Version werden wir uns anschauen. Wir wollen also etwas nachschlagen. Okay? In unserer Datentabelle wollen wir etwas nachschlagen. Das schauen wir uns so an. Machen wir eine neue Zeile, machen wir wieder eine neue Zeile. Was immer wir hier hineinschreiben, möchten wir hier, dass da steht, was das ist. Okay? Wie funktioniert das? Man verwendet die sogenannte Funktion S-Verweis. Ja? Auf Funktionen verwenden, unter Nachschlagen und Verweisen findet man die. Man kann natürlich auch auf alle Funktionen gehen, aber unter Nachschlagen und Verweise findet man diesen S-Verweis irgendwo. S-Verweis hier. Ja? Okay, das erste ist das Suchkriterium. Hier sehen wir übrigens jetzt einmal ein paar fettgedruckte und ein paar nicht fettgedruckte. Was bedeutet das jetzt wieder? Die fettgedruckten sind Sachen, Übergabeparameter, die ich ausfüllen muss. Okay, ich brauche also ein Suchkriterium, ich brauche eine Matrix, ich brauche einen Spaltenindex. Was das heißt, werden wir noch sehen. Ich brauche keinen Bereichverweis, ich darf aber einen Bereichverweis machen. Da unten sehen wir, Suchkriterium ist der Wert, nach dem Sie in der ersten Spalte der Matrix suchen. Aha, da haben wir schon mal eine Einschränkung drin. Die erste Spalte muss das Suchkriterium enthalten. Also, Suchkriterium, da möchte ich es hinschreiben. Aus dieser Zelle soll dieses Suchkriterium kommen. Ja, zack. Die Matrix, wo soll es herkommen? Hier aus diesem Bereich soll die Sache kommen. Ja, das ist meine Matrix. In diesem Bereich soll gesucht werden. Spaltenindex. Das ist die erste Zeile, das ist die Spalte. Das ist die erste Spalte, das ist die zweite Spalte. Also ist das Spaltenindex Nummer 2. Ja? Und den brauche ich nicht angeben, den lasse ich jetzt mal weg, da schauen wir uns nachher an, was da passiert. Okay, jetzt steht da mal no value oder not a value, keine Ahnung, ist ja auf alle Fälle nichts gefunden. Schauen wir her, wenn wir Bremsseil 3. Was? Da ist bitte Bremsseil 3. Probieren wir es aus. Brems. Backen. 25. Das schaut schon besser aus. Bremsseil 3. Soll er 13 sein? Was ist denn da ist bitte? Bremssattel. Ebenfalls 3. Gehen wir da hinten einmal. False. Falsch muss ich hier noch reinschreiben. 50. Jetzt stimmt es aber mal. Was? Mal das weglassen. Steht 3. Und wenn ich es hinschreibe, wenn ich das auf False setze, also falsch. Wenn ich falsch einschreibe, steht es richtig da. Ist ja komisch, ne? Was heißt das? Da hinten kann ich angeben, ob ungefähr gesucht werden soll. Da läuft irgendein Algorithmus im Hintergrund. Ja, und sagt, passt schon, wird schon das sein. Ja? Und weil das alles mit Brems anfängt, tut sich der Algorithmus relativ schwer. Ja, der wird so, ja, das schaut ungefähr so aus, hat er sich wahrscheinlich ein bisschen verschrieben. Passt schon. Ich zeige einfach. Blödsinn. Ja? Also das ist das Gleiche, wenn ich hier wahr hineinschreibe, ja? Dann bin ich wieder bei 3. Da findet er vermutlich hier und eins von denen. Welche ist denn? Ich habe da 4 und da 1. Aha. Das da ist offensichtlich. Ein Blinklicht findet er bei Bremssattel. Was ist denn da los? Ne? Also ich setze das immer auf falsch.
ich möchte nicht wissen, was da im Hintergrund passiert. Aber wir sehen, das geht eigentlich ganz gut. Ja? Bremssattel, was haben wir noch? Bremslicht, 4, ja, jetzt stimmt's. Ja, Blinklicht. Blinklicht, 3. Na, schön. Nix, NV. Na bitte, dann kann ich das doch darüber ziehen. Fritt. Und jetzt? Bremsseil. Schön. Stimmt sogar. Warum stimmt denn das? Eigentlich ist es komisch, gell? Dass das tatsächlich stimmt. Stimmt das aber wirklich? Pass auf. Schauen wir mal, wo haben wir da Standlicht? Na, nehmen wir Blinklicht. Drei stimmt. 0,1 stimmt. 0 stimmt. 0 steht. 29. Und das ist ja 11. Das sollte eigentlich 11 sein. Weil ich bin ja in dieser Zeile. 2 stimmt jetzt wieder. 31. 20 minus 11. Was ist denn da los, bitte? Schauen wir uns an, was hier über passiert ist. Wir haben das mitgezogen. Schau, die Matrix wandert mit. Alles wandert mit. Und jetzt sucht er jetzt praktisch mit dieser Formel sucht er 3 in dieser Tabelle. Das findet er hier und nimmt das her. Mit dieser Formel hier sucht er 0,1 in dieser, das findet er hier, nimmt das 0 her. Passt. Und da, warum? Eigentlich sollte er hier 11 stehen. Schauen wir an, was die Formel macht. 0, er sucht nach 0 in dieser Spalte. Da ist es 0 das erste Mal. 29 und das sehen wir hier. Also da ist was faul. Das ist was faul. Ja, deswegen werden wir das machen. Pass auf, da machen wir Dollar auch. Und da machen wir das, verdollert man ebenfalls. Ups, das war kein Dollar. 3. So, und jetzt fahre ich rüber. Rutututut. Schon rüber 3. Eieieiei. Das ist bei der Spalteindex da. Spalte 3, Spalte 4, Spalte 5, das ist aber mühsam, was? Spalte 6, ah, jetzt steht 11 da, ja? Jetzt funktioniert's. Spalte 7, Spalte 8, Spalte 9, Spalte 10. Na, jetzt brauchen wir nur mehr da Format übertragen. Schaut okay aus. Das Format übertrage ich auch. Und schon habe ich meine Suche. Blinklicht, Bremsleitung. Die kann praktisch die Preise mir raussuchen. Wir sehen aber, gell, es ist ein bisschen mühsam mit dieser S-Verweis-Funktion. Das muss in der ersten Spalte sein und so weiter. Es gibt auch die sogenannte X-Verweis-Funktion. Und diese X-Verweis-Funktion wollen wir uns das nächste Mal anschauen. Funktioniert ganz ähnlich, ja. Ist ein bisschen moderner, nennen wir es moderner, ein bisschen anders. Ja? Also das war einmal der S-Verweis. Ich hoffe, ich habe herzeigen können, wie das funktioniert. Nächstes Mal X-Verweis. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.